Hey ho zusammen und herzlich willkommen, wie ihr seht, zurück zu Thief. Ich kann es selber kaum fassen, aber ich kann weitermachen. Es ist unglaublich. Ich habe tatsächlich gestern, beziehungsweise vorgestern, nein gestern, keine Ahnung, auf jeden Fall hat sich nochmal jemand meinen PC angeschaut. Cray, vielen Dank. Ach, ist das so schön. Und jetzt funktioniert es tatsächlich wieder. Ich habe gestern 2 Stunden lang gezockt. Also keine Sorge, nicht meinen Let's Play Part weiter gezockt, sondern einfach nur so gezockt von Anfang an, weil ich auch wieder in die Steuerung reinkommen musste. Aber es hat 2 Stunden lang wirklich funktioniert und es ist nichts passiert. Es funktioniert wieder. Ich bin unglaublich glücklich, Leute. Das könnt ihr euch echt nicht vorstellen. Es ist so ein bisschen das Gefühl, wie an dem Tag, als Thief endlich released wurde. Nach 2 oder 3 Monaten Wartezeit. Ungefähr genau so habe ich mich gestern darauf gefreut, dieses Spiel wieder zocken zu können. Das ist echt wundervoll. Und ja, ich würde sagen, dann rede ich gar nicht viel drum herum, sondern mache einfach direkt weiter. Speicherslot 1. Eigene Speicherung, jawohl. So. Wir waren ungefähr da stehen geblieben, wo wir in so einem irgendeinem verlassenen Ort waren. Wo genau wir jetzt hin müssen, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Und was zuletzt passiert ist, habe ich mir auch nicht mehr so genau angeguckt. Aber ich weiß, dass es gerade unheimlich spannend wurde und dass ich an der Stelle war, wo ich sehr schwer nur weiterkam. Und deshalb, ja, muss ich jetzt erstmal gucken. Also bitte wundert euch nicht. Ich bin letztes Mal irgendwo, jetzt wollte ich gerade mit der Hand darauf zeigen, irgendwo da hinten gewesen und bin jetzt hier rüber in diesen Gang gehuscht. Diese verdammte Stadt. Ja, ich weiß. Alles schrecklich, alles scheiße. Weil das einfach eine wahnsinnig schwierige Stelle war, wo ich zuletzt gespeichert hatte. Ich war irgendwie umkreist von Wachen und der eine kam gerade auf mich zugelaufen und es war irgendwie echt schwierig, da wegzukommen. Und jetzt konnte ich hier oben einen Seilpfeil hinfeuern und jetzt kann es theoretisch weitergehen. Ich bin mir nicht ganz sicher wie, aber es kann auf jeden Fall weitergehen. So. Mir tut der Rücken weh. Ach, beschwer dich nicht. Oh, mein Leben ist relativ weit runter. So, kann ich jetzt... Ah, hier kann ich rüber, sehr schön. Neue Karte. F1. Ja, ich muss, wie gesagt, ich habe gestern dafür gesorgt, dass ich die Steuerung wieder so halbwegs kenne. Und jetzt muss ich halt noch gucken, dass ich auch in das Spiel selber wieder richtig reinkomme. Ich habe ja wirklich unglaublich lange... pausieren müssen und ja, das macht sich leider etwas bemerkbar. Okay. Wie geht's weiter? Ups! Hey! Ach, ich dachte, ich könnte mich wenigstens irgendwie festhalten. Vielleicht sind die Gerüchte wahr. Moment, eins wollte ich noch machen und zwar wollte ich den Untertitel wieder anstellen, weil... Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht genau, wieso ich ihn, ist das bei Grafik? Nee. Wo finde ich denn Untertitel? Audio? Untertitel. Ein. Hab ich doch ein. Okay. Naja, er hat auf jeden Fall gerade etwas gesagt, was ich nicht so richtig verstanden habe, leider. Ich habe jetzt gerade das Problem, dass ich hier kaum was sehe. Kaum geschlafen. Und ich bin immer noch wach. Okay. Er hat gerade irgendwas von Gerüchten gesagt, die angeblich doch wahr sind. Ich habe keine Ahnung, wovon er geredet hat. Aber ich werde jetzt erstmal gucken, was... Oh, schön, schön, schön. Gib mir das, gib mir das, gib mir das. Explosionspfeil? Ich habe 3800, what the fuck? Was ist mit den Einzugküchen passiert? Kann ich hier durch? Nee, anscheinend nicht. Aber wozu konnte ich denn dann hier hin, bitte? Kann ich hier... Irgendwas... Die Maus reagiert immer so schlecht, wenn der... Nee, ich... Muss zugeben, ich frage mich jetzt gerade ehrlich, warum ich jetzt hier hin konnte. Wenn es hier offensichtlich nicht wirklich was zu tun gibt, zu holen gibt. Keine Ahnung.
Da hoch kann er auch nicht. Rutscht er immer wieder runter. Okay. Das heißt, ich muss offensichtlich doch irgendwie da unten weiter. Aber wie soll das denn bitte gehen? Ah, hier. Hallo. Okay. Schnell speichern. Ich habe es wirklich vermisst, dieses Gefühl, was man hat, wenn man hier durchschleichen muss. Das ist so, dieses Herzklopfen, dieses Adrenalin, das ist so ein bisschen, das ist echt nicht ohne. Und ich habe es, wie gesagt, ziemlich vermisst. Wo ist mein... Hatte ich nicht irgendwo... Ach nee, mit R mache ich das, ne? Okay, mit R haue ich dem eine rüber. Aber ich kann es ja auch mit Q, wenn ich ihm hinterherlaufe. Ist hier noch irgendwer in der Nähe? Da ist mal die Fackel da hinten aus. Okay. Heißt, wenn jetzt darüber geht, kann ich jemanden überbraten. Hoffe ich zumindest. Es klang nach Schritten. Hier ist ein Störenfried! Ja, ich habe mich nicht geduckt, das war das Problem. Laden wir den Quicksave-Slot noch einmal. Und dann kann es weitergehen. Oh, ich bin so gut. Ich habe das Spiel verlernt. Nein, wie gesagt, ich muss erstmal wieder reinkommen. Eigentlich bin ich darin besser, ich weiß es auch. Aber ich muss schleichen. Hä? Das sieht jetzt aber anders aus als gerade. Ja! Ach, daneben war noch einer, richtig? Oh Gott, da waren noch welche. Ja, ich empfange gar nichts. Es tut mir leid, dass ich jetzt ständig am Laden bin, aber... Ich muss zugeben, dass ich mich hier nicht genau umgeschaut habe. Ich muss einfach darauf achten, dass... Ja, ich weiß nicht, muss ich den überhaupt ausschalten? Ich habe keine Ahnung. Ich gucke einfach mal. Ja, jetzt sieht er schon wieder anders aus. Was ist denn das? Okay, wenn der jetzt an mir vorbei... Ich komme da hinten an die Fackel nicht ran. Ist hier auch noch einer, der hier rumläuft, oder was? Ja, da ist noch einer. Oh shit, oh shit. Diese verdammte Stadt. Nun muss ich gucken, dass die sich hier nicht abpassen. Das Problem ist, dass ich da hinten nicht sehe, wie der läuft. Okay, jetzt habe ich zumindest alle Fackeln aus. Ach, da ist noch so ein scheiß Vogel. Mein Gott. Wo muss ich denn überhaupt hin? Da drüben muss ich hin. 27 Meter noch. Ach, so schwer kann das doch nicht sein. Kann ich die... Naja, wenn ich die blende, wissen die, dass ich hier bin. Das ist blöd. Das ist keine gute Idee. Wo ist der hier? Weg. Sehr schön. Gut, dann verstecke ich mich hier drin, dann kann ich auch gleichzeitig speichern. Ich wollte sowieso mal gucken, wie das ist, wenn ich jetzt hier auf heraus, also auf Umschalttaste drücke. Ist Umschalt Umschalt oder ist Umschalt Shift? Nein, Umschalt ist Umschalttaste, ne? Kommt der überhaupt nochmal wieder? Nicht, dass der hier nur einmalig hergelaufen ist und ich ihn gerade dann erwischt habe, wenn er hier, ne? Wäre blöd, dann warte ich jetzt die ganze Zeit für nichts. Ich glaube, der ist hier noch einmal hergekommen. Cool. Umso besser. Schloss knacken. Suchen wir das doch mal. Möglichst ohne irgendwen aufzuscheuchen. Da ist nichts. Hm, nice. Oh, die will ich auch noch. Ein Seilfall. Sehr schön. Was kommt als nächstes? Ich. Ein Freund. Ah, da war gar kein Schloss dran. Ist auch nicht schlecht. Oh, der hat so viele schöne Sachen dabei.
der jetzt hier rum? Ja, der steht jetzt da. Okay, dann muss ich warten, bis der wieder hier ist. Aber dann, ach, dann bemerkt mich dieser scheiß Vogel. Okay, dann beklaue ich den einfach. Klaue den, halt mich zurück. Und gehe gleich einfach weiter. Ich hoffe, dass ich nicht irgendwo hier wieder zurück muss. Das wäre blöd. Oh, lala. In der Stadt wimmelt es von Ungläubigen. Ja. Fieses Volk, ich weiß. Ich bin momentan ein bisschen still, das tut mir leid. Ich weiß, es ist nicht so angenehm, aber ich bin momentan auch etwas... Hoffentlich bemerkt das jetzt keiner. Ich hätte speichern sollen. Ist er derjenige, der pfeift? Nee, ne? So. Okay, und ganz dringend schnell speichern. Ich bin nämlich echt relativ weit gekommen, muss ich jetzt zugeben. Ich bin stolz auf mich. 4 Minütchen noch, dann habe ich 15 Minuten. So, wo muss ich genau hin? Jetzt sind es 20 Meter. Wow, ich bin 7 Meter weitergekommen. Ah, es stürmt wieder ziemlich draußen bei mir. Ich hoffe, das hört ihr nicht zu laut. Ernsthaft? Kann ich hier drauf? Kann ich hier drüber? Wartet. Nein, kann ich nicht. Hä? Wo muss ich hin? Was passiert denn, wenn ich jetzt... Ah, ich kann hier drüber gucken. Das ist ja cool. Das wusste ich gar nicht. Okay, ich könnte also theoretisch da runter. Ich mache aber erstmal die Fackel da vorne aus. Ich komme nicht dran. Shit. Komme ich von hier aus dran? Ja, ne? Klappt das? Ich hoffe es. Ja, geil. Okay, es hat geklappt. Das heißt, ich kann jetzt theoretisch hier rüber. Und dann hier runter. Der Weg, den ich beim letzten Mal quasi gerannt bin. Das ist kein Seil. Ein Königreich für einen Kaffee. Nee, du, Kaffee trinke ich nicht so gern. Ah! Oh Gott, das wollte ich doch gar nicht. Na, ist egal jetzt. Ich weiß gar nicht, ob ich hier wieder hochkomme. Ich denke schon. Ich hoffe schon. Ich glaube, da ist ein Aufzug runtergefahren und da wollte ich jetzt dann gerne auch hin. Ich habe nicht mehr so viele Wasserpfeile, verdammt. Ich kann ja auch nicht alle Fackeln ausmachen, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, ob ich da unten noch welche brauche. Das ist das Problem. Einfach mal schnell speichern und gucken, was passiert. Am besten nicht jetzt, wenn der daherkommt, die Fackel ausmachen. Das wäre ein bisschen sehr auffällig. Hi! So. Das war der Wind. Das war der Wind! Ey, nicht wieder anmachen, ich warne dich. Mach keinen Scheiß. Oh Mann! Ja, ich weiß, du hast wahrscheinlich gar nichts, was es sich lohnen würde zu stehlen. Okay, das heißt, ich muss gucken, dass ich irgendwie entweder die Fackel dann ausmache, wenn die das nicht bemerken, was aber unwahrscheinlich ist, oder irgendwie an denen vorbeikommen, während es hell ist, aber das ist noch unwahrscheinlicher. Irgendwie. Da jetzt hat er... Ich weiß nicht, irgendwie sehen die Wachen jedes Mal anders aus. Das ist komisch. Okay, jetzt wird das, glaube ich, nicht bemerken. Oh, ich kann hier hoch? Muss ich hier hoch? Ich muss doch in die andere Richtung, oder? Ach, jetzt interessiert sie noch gar nicht, dass die Fackel aus ist. Das hat ihn nur so lange interessiert, wie er das Ganze mitbekommen hat. Okay, ich gucke erstmal, was hier oben ist. Es ist nur so hell hier, das ist unschön. Oh, ja. Und wieder haben wir das Problem, dass wir entdeckt wurden. Ja, ich lade jetzt einfach immer neu. Nein, das ist Quatsch.
Ich versuche aber wirklich möglichst so hier durchzugehen. Ich wollte nicht so viel laden, ich weiß. Es gehört sich eigentlich mehr oder weniger auch nicht, weil das Spiel soll man ja auch so durchspielen, wie man es normalerweise... Ach. Wieso rechtfertige ich mich eigentlich? Ich spiele das so, wie ich will. Bäh. Nein, es ist... Ich weiß, dass es blöd ist, wenn ich immer neu lade. Jetzt hat er wieder keine Haare mehr. Die Grafik von dem Spiel ist irgendwie manchmal auch so ein bisschen tricky. Ich glaube, ich muss einfach echt an denen vorbei. Okay. Das heißt, ich warte jetzt hier, bis der wieder hier ist. Das Problem ist, dass der da hinten rumsteht und das wahrscheinlich bemerken würde, wenn ich den hier umnocken würde. Oder? Och Mann. Wie ist denn hier? Kann ich hier hoch? Wahrscheinlich nicht. Okay, ich gucke mal. Wenn der da hinten das nicht bemerkt, wenn ich den hier vorne ausnocke, dann kann ich den da hinten an dem Geländer wahrscheinlich auch umhauen, wenn ich da bin. So müde. Stell dich nicht so an, ey. Okay, er hat es nicht bemerkt. Wundervoll. Cool. Das heißt, einer weniger. Speichern. Und dann kann ich mal gucken, ob ich von hinten an den hier rankomme. Muss ich aber gucken, dass ich das dann möglichst auch so mache. Oder komme ich so an dem vorbei? Ich meine, der guckt ja die ganze Zeit in die Richtung hier. Interessiert ihn wahrscheinlich gar nicht, wenn ich hier außen vorbeigehe, aber ich muss da runter, ne? Ich guck mal, ob es klappt. Wenn ich jetzt einfach mit Karacho runterspringe. Ob er es dann bemerkt. Ups. Autsch. Tot. Oh Gott. Okay, ich glaube, ich muss springen. Deswegen werde ich den doch umhauen. Dann habe ich wenigstens die Sicherheit, dass mich keiner sehen kann. Okay. Ich pack dich auch noch mit hier hinten in die Ecke. 8 Meter, 9 Meter. Heißt, das müsste eigentlich direkt da um die Ecke sein. Oh, das sieht voll eklig aus, wie der hier liegt. Hat der ein Kreuz auf der Brust? Okay. Nein, warum zum Henker? Und ich habe natürlich nicht gespeichert. Ich muss doch da bestimmt rüber. Wie komme ich denn da rüber? Mit Anlauf wahrscheinlich, ne? Ich probiere es einfach mal mit Anlauf. Mit voll Karacho. Kusch dich. Dankeschön. Das ist gut. In Ordnung, dann bleib hier liegen. Ist auch nicht schlecht. Nein, okay, ich muss da offensichtlich... Ups. Ich muss offensichtlich nicht darunter. Das Problem ist, wo muss ich denn dann hin? Oder ich muss mich einfach ein bisschen besser umgucken. Vielleicht ist ja auch irgendwo ein Seilpfeil oder sowas. Ja, ich weiß, die Szene seht ihr jetzt öfters. Das tut mir leid, aber... Ja. Ich will nicht noch... Ach, ich muss einfach da zu dieser... Ich verstehe, okay. Also werde ich die Fackel hier doch noch ausmachen. Weil offensichtlich muss ich einfach nur hier hin. Ein Hebel. Ja, gut. Ne? Wer Pfeilen folgen kann, ist klar im Vorteil. Aber... Was sagt mir das Ganze jetzt? Kommt der Aufzug wieder hoch? Kann ich damit runterfahren oder was passiert jetzt? Aha. Jetzt kann ich den Aufzug benutzen. Ich ja. Mega gut. Ich glaube, ich muss nach unten, richtig? Die
Haha, du kommst gar nicht mehr an mich ran. Okay, ich glaube, ich habe meine 20 Minuten voll. Das heißt, sobald ich hier unten bin... Ich hätte den Typen da oben verstecken sollen. Das war mir jetzt nicht so sehr bewusst. Also, sobald ich jetzt hier unten... Jetzt habe ich wieder über 100 Meter vor mir. Na toll. Oha. Ich habe keinen Plan. Die Zeit für Pläne ist vorbei. Ich muss wohl improvisieren. Was glaubst du, was ich die ganze Zeit schon tue, mein Freund? Ich muss wohl improvisieren. Ja gut, dann improvisieren wir mal. Oh, es geht noch viel weiter runter. Bin ich ja schon fast angekommen, wenn es hier runter geht, hä? Boah, hätte ich das alles laufen müssen? Was zum... So viele Menschen? Was machen die? Wo wollen die hin? Hallo, kann ich hier jetzt vielleicht irgendwann auch mal aussteigen oder fährt er mich jetzt tatsächlich bis ganz unten hin? Also ich muss die Folge beenden. Außerdem krieg ich langsam Druck auf den Ohren hier. Die verborgene Stadt, Ladedocks Außenbereich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da! Ah! Oh Gott, da ist er, da! Das kann nicht gut sein. Heilige Scheiße. Sie machen es immer wieder. Oh Gott. Ich habe wahnsinnige Angst vor Aufzügen. Und vor allem habe ich wahnsinnige Angst davor, dass die irgendwann mal fallen. Okay, ich habe es geschafft und ich muss jetzt an dieser Stelle auch die Folge beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bin mega froh, dass es weitergeht, weil ich habe es schon vermisst. Ich habe vor allem seine Stimme vermisst. Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut unten in die Videobeschreibung, wie immer. Da sind wichtige Links drin, unter anderem auch meine Facebook-Seite. Da verpasst ihr dann keine Videos mehr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.